Rote Rosen Vorschau Folge 3771. Jorik wird zum Mitarbeiter des Monats gewählt und braucht dafür ein passendes Foto. Bei einer Fotosession mit Ben werden die beiden von Amelie beobachtet. Joriks Lachen zieht Amelie magisch an, auch wenn sie es nicht wahrhaben will. Doch Jorik konfrontiert Amelie mit der Frage, ob sie ihn liebt. Was antwortet sie? Annette lehnt Ralf-Stil, den Angriff auf Malte zuzugeben, ab. Sie setzt darauf, dass Malte ihre Unschuld bezeugt, sobald seine Erinnerung in der Reha wiederkommt. Doch dann bekommt sie die schockierende Info, Malte ist verschwunden. Dila ist überfordert. Simon hat Kalle in der WG zurückgelassen und sie hat panische Angst vor Hunden. Was soll sie mit Kalle machen? Dann läuft ihr der Hund auch noch weg. Brettas Meinung steht, Ralf ist ein rücksichtsloser Staatsanwalt. Als Carla Ralf ihn in Schutz nimmt, geraten die beiden aneinander. Der selbst schwerkranke Patienten verhört. Doch Ralf klärt die Situation auf und Britta muss erkennen, sie hat Ralf falsch eingeschätzt und entschuldigt sich.